Okay, wenn er den Nachtzug nehmen muss, ein paar Stunden später, dann kommt es hin mit den einige hundert Kilometer weit entfernt. Ich dachte nämlich jetzt gerade schon, wo sind die bitte mit der hin, dass es einige hundert Kilometer weit entfernt ist? Oh, wie schön! Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Ein Glück, ich habe schon gegessen, sonst hätte ich mich mir selbst den Appetit verdorben. Oh ja, ehrlich. Ja, ich auch nicht. Ich stehe nicht so auf Selbstkasteiung. So, gucken wir uns erst den Zaun an. Vielleicht müssen wir gleich da durch. Denn so früh am Morgen. Doch, da ist wohl einer. Und ein Hund. Plump! Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Ich denke dran, wenn ich beim nächsten Mal versuche, drüber wegzusteigen. Braves Hundchen. Guck mal, ich habe einen ganz tollen Wurm für dich. Der Hund sieht aus, als hätte er sowieso schon Würmer. Okay, dann ein ganz tolles Unterhöschen. Sieht nicht aus wie ein Suchhund, finde ich. Seht euch mal. Ah, der mit Unterhöschen. Wird wahrscheinlich passen. Okay, dann gucken wir erstmal zum Fenster rein. Känguru-Chroniken kenne ich gar nicht. Oh, das sieht aber sehr lauschig aus. Was haben wir da? Das ist einfach ins Wasser geschmissen. Hallo? Okay. Zettel. Hi, guten Morgen. Oh. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Warum? Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Um wie viel Uhr öffnen Sie die Tore? Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Was? Hätte ich's geahnt. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Nein, ich trinke kein Wurstwasser. Nein. Ich könnte mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Da kann ich mich vielleicht zu breitschlagen lassen, aber Wurstwasser ist nicht drin. Wie heißt der Hund denn? 20. Da muss ich echt über den Bildschirm kotzen. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Da reihe ich hier auf die Tastatur und auf die Kamera. Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar, die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Warum ist denn der jetzt noch hier, wenn sowieso ab morgen alles für einen Monat geschlossen ist, hm? Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße runter. Und Sie sind bis hierhin marschiert? Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Richtig, Kolgari. Das wäre jetzt keine Strafe. Genau. Und an Physikoala. Wurstwasser? Ja, Wurstwasser ist das Wasser, glaube ich, in dem Brühwürstchen im Glas schwimmen, oder? Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht weiter. Gewürzgurken mit Nutella, das würde ich machen. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte gehen mich nichts an. Na gut, okay. Nachdem wir jetzt genug über die Transglobal gesprochen haben, ich habe hier ein Höschen. Wenn du mich reinlässt, kriegst du es.
Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Was? Ich bin keine perverse Sau. Ich wollte es zwar einer Spinne anziehen, okay, aber na gut. So, was ist denn das hier? George, sag, was das ist. Was war denn das nochmal? Ich könnte ihn bewerfen damit und pieken. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nee, Kumpel. Was soll das sein? Ein Giftpfeil zum Jagen. Was jagt man denn damit? Mäuse? Nein, Affen und so. Die Spitze wird in Gift getaucht. Hey, was haben Sie denn gegen Affen? Ich liebe Affen. Das habe ich nur so als Beispiel gesagt. Tun Sie das lieber nicht. Okay, ist ein richtiger Tierfreund, hä? Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Dogs? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Dogs kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Ich soll mir anhören, was ihr singt. Und zwar bis ganz zum Ende. Ach, kommt schon. Meistens singen die Leute immer viel besser, als sie sagen. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. So wie der, den Sie mir gezeigt haben? Genau der. Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Kein Wort. Haben Sie jemals von Professor Ubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Ach. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Der Mensch hier hat das nicht gewusst. I, was ist das? Sollen es die Bohnen sein? Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Und die Bohnen nicht? Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Was ist denn so schlicht an Bier und Bohnen? Ach, muss ich Ihnen das wirklich noch sagen? Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Okay. Was für ein lustiges Gespräch. In Ordnung. Also, wir können nicht hier durch, weil dann der Hund kläfft. Ja. Ja, ist gut. Oh ja, tschüss, ich bin gar nicht da. Schnell weg. Hat er dem jetzt was gegeben? Hab ich nicht gesagt, sie sollen vom Zaun wegbleiben? Ich war ja gar nicht dran. Es ist dieser Hund, der ist verrückt. Hey, passen Sie auf, was Sie sagen. Er reagiert sehr sensibel auf negative Kritik. Okay, nein, oh, ich will nicht mit dem... Genau, super. Oh, das bedeutet aber wirklich, ich kann nicht mal zum Fenster reingucken. Oh, was war denn da alles drin? Hundefutter stand da rum, dann gab es da die Bohnen, dann gab es da diverse Zettel, aber ich glaube, ich konnte die alle gar nicht anfassen, oder? Was gab's denn? Wir singen jetzt I Will Always Love You, wenn man das so schön jaulen kann. Oh Gott. Ja. Was ist denn das hier? Der Kamin. Oh, wir werden ihn ausräuchern. Au, Mann, ist das heiß. Das ist nicht schlimm, George. Ich habe ein heißes Höschen für heiße Angelegenheiten. Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Nein! Oh! Das Höschen ist nicht dick genug, hört sich aber auch gut an. Okay, ah, wir können noch hier hintergehen. Das sind die Flaschen, die er oben immer rauswirft hier, ja? Das können wir uns ja mal angucken. Always love you, jaul, genau. Was, ich soll den Hund treten durch den Zaun? Ach, guck mal, wie er da steht! der pustet seine Bohnen da, im Ernst. Oh, er hat aber auch einen Schlüssel, guck mal. Schlüssel, Kohleneimer, Herd, Pfanne, Hundekuchen, Tasse,
Was haben wir denn sonst also? Schalter. Können das Licht ausschalten. Die Nadel und eine Schachtel. Und die Tür. Ich gehe erstmal wieder runter. So. Ach, der 20. Hallo, 20. Hey, 20. Was ist das hier? Ah, ich komme nicht dran. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht bis an die Plattform ran. Da ist eine Flasche. Komme ich auch nicht dran. Ach, George. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Mhm. War sonst noch irgendwas anderes? Einen Haken. Ja, mach das, Golgari, und guten Appetit. Benutze Hund mit Spinne. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Okay, dann können wir auf jeden Fall... Sieht eigentlich aus wie ein Spazierstock. So. Die Flasche holen. Benutze Streichler mit Hund. Streichler? Was ist ein Streichler? Ich habe versucht, den Slip mit dem Hund zu benutzen. Dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Genau. Jeden Tag eine gute Tat. Dann kommen wir vielleicht jetzt da dran. Klunk. Okay. So, und jetzt ein feines Hundchen. 20. Hey, 20. Komm her. Ja, los, schnapp mich. Ich bin ja so böse. Ich glaube, ich muss die Plattform wieder hochpacken und da Hundefutter drauf tun, damit er drauf geht. Und dann geht er baden. Regia hat nie einen Bootshaken gesehen. Nee, ich habe noch nie einen Bootshaken gesehen. Okay, was machen wir denn sonst noch? Vielleicht können wir mit dem... Oh, wartet. Moment. Ich gehe davon aus, dass er das Ich komme nicht an das... Cool findet. Aber wir könnten vielleicht... diese Flasche mit Wasser befüllen. Geht das? Nö. Das ist die leere Bierflasche, die dieses Ferkel von einem Wachmann ins Meer geschmissen hat. Sie ist inzwischen halb voll mit dreckigem Hafenwasser. Auf dem Etikett steht Bölkeberger, der Stoff, der den Kopf frei haut. Das ist super. Okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder rauf? So. Ich wollte nämlich die Flasche mit Wasser füllen und damit das hier oben abkühlen, das hier. Damit ich es dann mit dem Höschen anfassen kann. Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Mhm. Oh, okay, jetzt einfach kann so. Ich in das Kaminrohr reinsehen. Oh, ich habe eine gute Idee. Wir stopfen den Wurm da rein. Nein. Das hätte doch schön gestunken. Wir stopfen den Lippenstift da rein. Nein. Schade. Es wäre doch cool gewesen, wenn da rote Suppe rausgeflossen wäre, weil da Fett geschmolzen wäre. Können wir das hier noch was reinstecken? Okay. Hm. Was? Wie? Hm. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. Oh, wie gut. Ich wollte es auch noch mit dem Höschen versuchen, das da reinzustopfen. Ja, gut. Der Kamin sieht ohne sein Dächlein irgendwie verletzlich aus. Ja. Was? Paddelhaken. Als Paddelhaken, okay. Sieht genauso aus wie im Spiel. Was, Andreas? Ich habe gar nicht gelesen, was du geschrieben hast, aber es ist schon weg. Das heiße Höschen noch heißer machen. Ich kletter erstmal oben rein. Jetzt ist ja wohl innen drin leer. Keiner mehr da. Oh ja, können wir erstmal vielleicht die Tür zumachen? Mach mal die Tür. Okay, dann halt nicht. Rausgehen will ich lieber nicht.
Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so clever, aber wir nehmen die Schachtel mit. In der Schachtel sind nur leere Formulare. Na, dann eben nicht. Wir können den Schalter ausmachen. Dann ist jetzt hier dunkel. Ist vielleicht doch keine so strahlende Idee. Dann nicht. Die Pfanne. Gebackene Bohnen in Tomatensauce. Warum nicht? Ich mag Bohnen. Jemand hat mir mal gesagt, ein Stück Kohle bringe Glück. Ach, war Backseat Gaming. Okay. Wer bin ich denn, dass ich gegen irrationalen Aberglauben argumentiere? Genau. Noch ein? Ein dreckiges Stück Kohle langt mir völlig. Okay. Aua! Oh, shit! Ofen gleich Hitze, Hitze gleich Verbrennung, Verbrennung gleich unerträgliche Schmerzen. Du solltest es dir auch nur angucken. Ein alter Bollerofen, der die Hütte und das Essen des Wachmanns wärmt. Lute die Bude. Wir können es nochmal hiermit versuchen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Okay, dann hiermit. Mach das auf. Ist es nicht. Na, dann nicht. Dann nehmen wir nur die Hundekoronen. Das Paket ist voller Hundekuchen. Sehen sehr lecker aus. Der Bundesgesundheitsminister rät, dieser Becher gefährdet ihre Gesundheit. Den lasse ich lieber stehen. Okay. Gut, was... Wartet, Schachtel? Da stand doch noch irgendwas hinter der Tür, aber vielleicht konnte man das nicht mitnehmen. Na gut, gehen wir erstmal runter. Mach ihm irgendwas Gesundes ins Essen. Ah, oh, Mist, er ist wieder drin. Na gut, dann würde ich sagen, Hundekuchen, oh. Hundekuchen! Auf Plattform. Hey, 20, komm und hol's dir, Kleiner. Wie macht er das? Ach, der schmeißt die drauf. Ja gut, ja gut. Ja, feiner 20. Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen. Aber das vergeht schnell wieder. Na komm schon. Tu es. Und? Oh, nasser 20. Oh, wo ist er? Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Tschüss. Dann kann ich ja jetzt wohl ohne Probleme hier drüber steigen, oder nicht? Was? Oh, jetzt schwimmt er aufs weite Meer hinaus. Auf Wiedersehen, 20. Soll das ein Allzweckhöschen sein? Oh ja. Ich könnte es ja nochmal versuchen. Wir können den Wurm ins Höschen packen. Keine so gute Idee. Nein? Dann nicht. Dann würde ich sagen, klettern wir jetzt einfach da drüber. Kein Problem, so far. Transglobal, da ist sie. Und Pont du Nord. Oder so. Nein, 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 nicht immer hingehen, nicht immer hingehen. Erst nur gucken. Die Klammer wird von einem Mechanismus offen gehalten. Mhm. Ein wunderbares Beispiel der Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts. Für mich aber leider völlig nutzlos. Okay. Da steht Pont du Nord. Herstellung exquisiter Weine. Ich kenne die Marke nicht. Dann kann es kein exquisiter Wein sein, wenn George das nicht kennt. Da steht Condor Transglobal. Ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt müsste ich nur noch reinkommen. Mhm. Eine Tür. Die Türen sehen zwar aus, als seien sie 100 Jahre alt, aber sie sind immer noch ausgesprochen stabil. Dem Haken rausziehen? Was soll ich mit dem Haken? Und was hättest du jetzt gemacht, wenn der Hund nicht hätte schwimmen können, Roger? Dann hätte ich ihm... Moment! Das Höschen zugeworfen als Rettungsleine. So. Eine stabile Kette mit einem Vorhängeschloss blockiert die Türgriffe. Okay. Dann nicht. Aber da wollen wir auch gar nicht hin. Das ist schließlich Pont du Nord. Wir wollen nach Condor Transglobal. Das scheint ja wohl hier zu sein.
Gitter? Tür. Diese Tür ist offenbar der einzige Weg in das Lagerhaus. Wurm plus Hose gleich Taschenschlange. Gluck, gluck. Der Lärm muss mein Klopfen wohl übertönt haben. Mhm. In die Tür ist ein kleines Gitter eingelassen. Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Was macht denn Lärm? Badum. Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Tja. Was ist das? Der Abluftschacht eines Ventilators. Ach, der ist wahrscheinlich so laut. Das Fenster ist nicht völlig geschlossen. Das Fenster sieht aus, als wäre es seit vielen Jahren nicht mehr geöffnet worden. Dann nehmen wir das. Okay, oh, wir haben zwei Leute hier. Einmal den roten und einmal den gelben. Wie er da reinguckt. Okay, wir können es leiser machen. Wartet mal. Zum Beispiel, oh. Zum Beispiel so. Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Sie haben nichts bemerkt, oder? Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. So sieht's aus. Okay. Aber jetzt hören Sie wenigstens das Klopfen.